Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Let's Survive Green Hell. Hello. Den Enterhaken finde ich nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Der muss irgendwo da sein. Schön, dass er irgendwo da ist. Ich habe jetzt vor, dieses halluzinogene Zeug zu sammeln. Vorausgesetzt, ich finde es auch. Aber dafür muss ich hier was bauen. Mal gucken, ob ich es finde. Scheiße. Denk nicht mal dran, du Mistviech. Puh, puh, puh. Puh, das war jetzt arschknapp. Tut mir leid. Ja, so viel Wirklichkeit. Nein, der hat ja auch nur Hunger, ne? Aber zumindest haben wir jetzt ein paar Nadeln. Erstmal waschen. Schön waschi waschi machen. Dass ihr nicht gleich auf uns Zug ran kam. Kleinen Moment mal bitte. So. Entschuldigung. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte was bauen. Ist ja egal, was im Dach ich mache. Nee, ist nicht egal. Ah! Ich will noch eine Leiter bauen und die da hinstellen, wo wir sie haben wollen. Okay. Wir haben noch einen Holzscheit. Glaube ich. Einen haben wir auf jeden Fall noch, das weiß ich. So, sind wir schnell. Gar nichts trinken. Derzeit. Wir brauchen aber noch mehr. Hopp. Was ich schade finde, dass es nicht eingespeichert wird, wo mein Lager ist auf der Karte. Also dass man es das nicht sozusagen selbst markieren kann, wäre halt schon sehr schön. Wenn es da sowas mit dabei wäre. Kurze Pause. Schnell! Ich hätte gleich, ja, hätte ich gedacht, ich brauche Baumscheite. Nicht Baumscheiße, sondern Baumscheite. Brauchen wir noch?
Haben wir noch einen? Muss noch mal. Och, Mino. Wenn die Energie brauchen. Okay. Peter. Oh, Bild. Wir können nicht mal mehr springen, wenn wir so ein Ding in der Hand haben, aber es ist auch logisch, ne? Einen Moment noch mal bitte. Entschuldigung. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ein langer Stock. Wenn sich einer fragt, woher ich das habe mit dem Stock, das ist, habe ich von Home. Das ist den Zeichentrick. Home. Ein sehr schöner, ein bisschen verwirrender, mit viel Musik laufender Zeichentrickfilm. Kann ich nur empfehlen. Mindestens für Leute, die halt sowas mögen. Leute, wo halt nicht die Charaktere singen, es kommt nur viel Musik drin vor, die ich persönlich sehr schön und passend zu dem zu der Serie finde. Aber es gibt halt einige Leute, die mögen sowas eher weniger, deswegen, ja, ist dann eure Entscheidung, ob ihr sowas hören möchtet oder nicht. Ich persönlich fand den Film sehr, sehr schön und, ja. Wie gesagt, ich kann nur weiterempfehlen, wenn man halt sowas wie Zeichentrick von, ich weiß nicht, Pixar wollte, ich weiß gar nicht mehr, von wem das jetzt war. So. Jetzt machen wir ein Dach. Ich möchte auch nicht so viel davon erzählen, deswegen guckt euch lieber selbst an, bildet eure eigene Meinung und ja, alles wird gut. Will ich die kaputt machen? Aber was den hier? Lalalala. Dann sammeln wir noch mal ein paar davon ein. Auch mit die Pflanze da? Ja. Dann sammeln wir noch ein paar davon ein und werden das Ganze noch mit Rüstung, also für uns Rüstung machen. Weil wir werden sie definitiv brauchen. So ein bisschen Schutz tut immer gut. Entschuldigung. Drei Stück brauchen wir noch, dann haben wir erstmal das Dach, was ich machen wollte. Danach möchte ich gerne das Feuer unten dann wieder ansetzen. Ich sehe da was Feines. Hier kann man auch speichern. Gut. Name eben mal.
Die essen wir eben mal, genau wie die Bananen, weil ich glaube, ja, Kohlenhydrate können wir definitiv gebrauchen. Das schmeißen wir raus. So. Dann schlafen wir ein bisschen. Es regnet immer noch. Habe ich Dauerregen oder was? Sowas kann mir jetzt hier egal sein. Feuer. Davon haben wir jetzt hier auf jeden Fall, glaube ich, genügend rumfliegen. Bin ich das da? Ich bin. Oh. Damit definitiv jede Menge bekommen. Ja, wir haben kein Fett mehr. Ach, hier ist boah, ich schlafe. Oh. Tschüss, Pilzis. Wir machen jetzt hier, wir stapeln jetzt mal ein bisschen hoch. Wie hoch gekommen? Nicht sehr hoch. Ich speichere sie jetzt aber nochmal. Ich weiß, ich speichere viel hier, aber wenn ich die Möglichkeit habe zu speichern, dann tue ich das auch. Nutzen. Haben wir denn überhaupt noch zum. Ja, wir haben noch. Scheiße. Da. Wir haben auch keinen Platz mehr dafür. Muss man eben. Das hier rausschmeißen. So, das war nicht der Baum, das war der hier. Okay. Und minus 2 Parasiten. Was ist denn das Ding, dass es so viel Platz braucht? Eklig wie Ekel, ey. Darf nicht. Darf nicht. Verschwinde den Beinen 50 Millionen Stück auf dem anderen Bein oder was? Ja. Jetzt Platz dafür. Geht doch.
Jetzt brauche ich noch dieses andere. Wie sah das nochmal aus, was ich brauche? Ah, cool. Ah, okay. Also mit roten Früchten. Hätte ich gerade eben hier noch gesehen. Ist es die hier? Probieren wir es einfach mal aus, ne? Mal sehen, was passiert. Hey, what are you doing here? Hey, wait! What? Oh, Mato, who you are? Frag den Kind einfach mal. Oh, schön bunt hier. Habe ich mir von der Alice im Wunderland Folge den weißen Hasen, ne? Hey, kid, where are you? Where am I? Das würde ich mich auch eher fragen. Wahrscheinlich voll auf dem Volltrip. Hello? Do you remember how we got here? Mia? Is that you? First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them. And we don't even realize it. Mia. Maybe it would have been better if I'd just died back then. Mia, I... When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. These children, I've seen them before. I miss them. You know, I wish I could see them again. Just let me.
trusted us, embraced us as their own. They even shared their secret with us. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Das ist dieser Ort, wo wir sind, wo wir waren, oder? Also da, wo wir unser Dienst gebaut haben. Was wir hier tun? Die Jabberwocker beginnen endlich mir zu vertrauen. Das wurde auch langsam Zeit. Ich bin es leid, am Rande ihres Dorfes schlafen und ständig den Dschungel im Rücken zu haben. Mittlerweile kann ich fast den ganzen Tag bei den Stammesangehörigen verbringen. Viele von ihnen sind noch misstrauisch, aber am wichtigsten ist, dass ich die Gunst des Häuptlings Kini gewinnen konnte. Dank seiner Unterstützung wird meine Aufnahmezeremonie bald stattfinden. Ich bin zwar bin zwar aufgeregt, aber ein bisschen Angst habe ich auch. Theoretisch weiß ich, was mich erwartet. Aber es ist etwas anderes, beim Ritual zu lesen, als es tatsächlich durchleben. Ich muss uns aufstoßen, tut mir leid. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Ich will endlich einer von ihnen werden. Es wird ein herrliches Gefühl sein, Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft zu werden. Abgesehen davon werde ich Jack endlich ins Dorf bringen können. Ich kann es kaum erwarten, dass er und ich zusammen mit den Jabberwocker reden. I just wanna... Mia? Wait! I'm here! Hello? Jake? Please. I can't live without you. Moment. Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night, and I ran out to look for you, and all I remember is running and falling? Take it easy. Breathe. Do you know where you are? I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? Oh, the village. Recently I found a tribal village. It's deserted though. Not sure why. Is it a large, round village? No, rather small. Just a few huts. Oh, cariño, if it's not the main village, it could be anywhere. We never found all the campsites. Hey, there has to be another way. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Not without climbing gear. You left me. Mia? Come again? You're breaking up. Without... Oh,
hope. Mia? Mia! Oh, fuck! Battery's dead. Das ist scheiße. Okay. Das haben wir jetzt geschafft. Und was ist für ein Ort? Okay. Hier ist natürlich jetzt alles vor. Ich hab's böse gemeint. Mia hat mich endlich kontaktiert. Die verdammten Batterien ist leer. Bei Tag kann ich sie in der Sonne aufladen. Ich muss nur warten. Erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Warte, bis sie... Hello? Mia? You there? Jake? Oh my god, I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Yay! Okay, will do. Over and out. Hello, freigeschaltet. Hey, Mia. About this village I found? Yes? What about it? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't have belonged to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Are you certain we haven't been here before? The tribe fears our world, but they would never burn our thing. They know we are not the enemy. You don't think that there's someone else here, do you? I don't know, but I don't like any of this. Just be careful if you see anyone. Die Vögel da hinten sind echt komisch. Mia, is there anything else that you could tell me about my accident? Honey, I know as little as you do. I know, but I was running from something. I don't know how to help you. Just do whatever it takes to survive, okay? Your memories might come back on their own. Yeah, well, maybe you're right. Over and out. Okay. Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. Ernsthaft? No, come on. You were scared. What happened? I know. I'm sorry. Don't worry about me. I need to know if everything's all right. Okay? It's not all right. How can it be? You're out there, far away from me. Hey, you're right. It was just a dumb question, okay? I'm just worried. I know, mi amor. Wie traue ich hier gerade nicht so ganz? Mia, before you called, I drank ayahuasca. It helped me remember our first days here. When you went to the village. What? Jake, don't ever do that again. It's dangerous. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual. That doesn't change anything. I'm afraid of what you might see. Just come back to me. Please. Let's leave the past behind. I'm trying to, but I need to know what happened. Mia. Mia? Mia? I've almost reached the Lambda location, but I can't get there. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And... I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything.
saw a strange rock covered with tribal paintings. You think you could translate them for me? Do you remember what was on it? Two men, one black and one blue, with the stone between them. Were there any inscriptions? Oh, yes. Yes, there were. Can you describe them? Also, Moment. Wir sollten noch mal kurz hingehen. Ah, shit. I don't remember. I'll let you know when I get back there. Also mit den Schmetterlingen hat mir der Weg besser gefallen. Muss ich mal so gestehen. Entschuldigung. Oh, der ist offen. Oh. Mia. The rock I mentioned earlier is gone now. I don't know what happened. Are you certain you're in the right spot? Yes, I'm positive. Okay. I am lost for words. Yo. Well, regardless, now I can get through here. I'll contact you if I find anything. Just be careful. I better not be going crazy. Mia, how are you feeling? It's been days. Is everything okay? Yeah, I'm a little dizzy, that's all. You're probably just tired. Why don't you get some rest? I just remembered that time when we flew out for the weekend to the Bahamas. Do you remember? Stay focused. That doesn't help us right now. Nothing makes sense anymore. Everything's lost. There is no one left. Don't say that. Don't give up. Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, then so do I. Was ich mich halt immer frage, sie hatte erst so panisch um Hilfe gerufen. Ich glaube nicht, dass das wirklich daran lag, was sie gesagt hat. Also, da glaube ich nicht so ganz dran. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ruhig mal einen Kommentar. Und ja, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!